Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Monster Hunter World. Letztes Mal haben wir ein bisschen in den Leitlanden rumgewütet. Jetzt kümmern wir uns um die um eine Arena-Quest, denn wir sind immer noch hinter der Heldenkönigsmünze her, aus die man über einige Arena-Quests bekommen kann. Und ja, wir versuchen mal die Quest Träger der eisgeborenen Krone. Wir haben es schon einmal mit der Zinnokra Arena Quest versucht. Da haben wir aber leider keine Heldenkönigsmünze rausgekriegt. Deswegen versuchen wir es jetzt mal hier. Jo, mit mir wieder dabei ist der Manni, so wie immer. Oi. Der Redefluss am Anfang tut mir ein bisschen leid. Aber nur ein bisschen. Alles gut. Ich habe eh nichts zu sagen. Oha. Das klingt jetzt irgendwie ein bisschen depri, aber okay. Genau, mich sieht man seit Ewigkeiten mal wieder mit dem Langschwert. Also wirklich seit Ewigkeiten. Also. Und Manni mit dem Dudelsack. Also jetzt sind wir gerade eben wirklich als mit dem OT unterwegs, oder? Ah nee, stimmt, am Anfang hatte ich Glefe. Ganz am Anfang. Glefe war ja das erste, was ich genommen hatte. Ja, aber okay, du springst schon rein, ich wollte uns noch buffen. Oh. Sorry. Bin's nicht gewohnt, okay? Velkana. Okay, cool. Und Manni, Essen zählt nicht. Ah, wir haben ja einen uralten Trank dabei. Nicht cool. Yo! Geht's? Ich hab nichts, um dich zu heilen. Es tut mir auf jeden Fall leid, weil ich habe eigentlich noch nicht wirklich so viel Plan, wie man wirklich mit einem Langschwert gut umgeht. Wow. Ich bin auf ihm. Nice. Ah, fucking alte Element. Ich werde runterfallen. Abgesehen. Oh, Eiszeit. Yep. Then I'm not dead. Nope. And I'm dead. Ja, wir haben ja noch 8 Versuche. Ja, immerhin. Ei, ei, ei. Ja, es ist die Ulti.
oder? Nee, ich glaub nicht. Keine Ahnung. Kann ich hier jetzt nicht mal einmal in Ruhe mein Lied verlernen? Nee, definitiv nicht. Ja, fuck. Ich setze jetzt mal unsere Erholungsgeschwindigkeit hoch. Danke. Ja. Fuck, 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 fuck. Au. Nicht sterben. Ach komm, ey. Als ob der Klammerangriff das ist. Was denn? Ich klammer mich mit meinem Dudelsack daran. Ja. Was macht der Typ? Hält den Dudelsack an das Vieh ran und bläst einmal rein und katapultiert sich damit weg. Komm, es hat schon Style. Es hat Style, ja, aber. Excuse me, what the fuck? Alter, ich kann gerade halt echt nur nichts landen, ne? Und ich bin betäubt, natürlich. Alter, ich krieg gerade genau das ab, andauernd genau das Zeug ab, was ich immer mit meiner normalen Rüstung auskontere. Andauernd Betäubung, dann schreit dieses Vieh. Ich müsste mal herausfinden, wie ich diesen Anime-Schlag mache mit dem Katana. Wäre ganz praktisch. Ich glaube, ich hätte lieber Glefe mitnehmen sollen. Natürlich bin ich betäubt. Alter. Es geht hier so auf den Sack gerade. Manni. Mir fällt gerade auf, wir haben null Bären. Ja. Die bringen was gegen ein Element. Ich werde jetzt schnell drauf gehen. Wenn ich das richtig sehe, ja. Naja.
So, okay. Okay, cool. Es hatte Sinn, was ich da gemacht habe. Ich hab's gemerkt. Angriffsboost 11. Bin drauf. Jo. Alter. Macht die auch noch mal was anderes als nur meine Ausdauer zu racken gerade. Was geht denn mit der ab? Oh Gott sei Dank. Wow. Könntest du mal bitte mithelfen, die gegen die Wand zu hauen? Ich versuch's eigentlich eh schon. Ja, das ist es, wenn man Waffen hat, die wo man nicht gewöhnt ist. Die man das letzte Mal vor 400 Spielstunden gespielt hat. In meinem Fall zumindest. Ja, bei mir vor so ungefähr 180. Ja. Wir sind beide relativ schnell auf unsere jetzigen Waffen gewechselt. Ja, ist aber auch wichtig in dem Spiel. So, seine Waffe zu treffen. Ansonsten kannst du es relativ weit vergessen eigentlich. Also wenn du sie beim anderen noch nicht gefunden hast, dann viel Spaß. Ja. Deswegen man muss sich halt am Anfang vom Spiel einfach die zwei Stunden Zeit nehmen und sich halt einfach jede Waffe einmal angucken. Mit Kombos und so. Ja, Mann. Halbzeit. Au. Yo. Ich war gerade noch so außerhalb der Reichweite. Guck dir mein Leben an, ey. Wenn ich in Ruhe spielen darf, dann kannst du weglaufen. Bewegungsgeschwindigkeit hoch. Ja, aber ich habe beinahe nichts mehr zum Heilen. Ja, das packen ist schlecht. Wir nicht. Ja. Ich habe zwar Gesundheitserholung, aber halt nur S. Das muss ich ganz schön oft spielen, habe ich festgestellt.
au, 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 au. Das Nervige ist halt, die Melodien dauern halt einfach so lang. Mhm. Hier. Ja, hab ich gehört. Ich habe auch nur noch einen Maxi-Trank. Beziehungsweise, Meistertrank. Ein Megatrank halt. Angriffsboost-Stufe 6, Handwerksstufe 3, Feuerangriff 2, Fokus 2 und Verwundbarkeit 2, schnelle Schärfen. Es ist alles Zeug, was man echt nicht braucht. So, Angriffsboost, vielleicht, okay. Aber... ich habe nur noch einen simplen Maxi-Trank. Ne, den habe ich auch schon weg. Schon lang. Gefühlt haben wir hier noch gar nichts gezogen. Ne. Nach einer Viertelstunde und 4 Versuchen. Au. Ich bin schon wieder so gut wie tot. Nicht, wenn ich das verhindern kann. Danke. Ich bin immer noch so gut wie tot. Ich bin tot. Ich habe mich gerade effektiv für dich geopfert. Danke. Kann ich jetzt nicht oben stehen und dir einfach die Musik runterduseln? Das kannst du mal versuchen. Tatsächlich. Versuchen wir mal, ob es funktioniert. Angriff hoch brauche ich nicht. Ich habe eh schon Stufe 6. Und? Wow. Weißt du, mit Angriffsboost Stufe 6 und deinem Angriff hoch habe ich effektiv richtig 950 Alpha. Ja, ein Langschwert. Für Langschwert ist es relativ viel. Okay, es funktioniert nicht. Wäre auch zu schön. Ich bin übrigens schon wieder fast tot. Obwohl, ich glaube, wir haben sie langsam zur Hälfte runter. Aber gut, das schaffen wir auf keinen Fall. Ich hätte mit Glefe reingehen sollen. Oder Bogen, die kann ich wenigstens. Bogen ganz gut, Glefe so einigermaßen. Glefe wäre, glaube ich, gut genug. Wow! Der Schaden ist halt real. Ja gut, ich habe halt nur noch 100 Leben, ne? Muss man auch bedenken. Mhm. Gegen den Drachenältesten. Mhm. Oh, und mein... Genau. Klar. Gut. Bin was fast. Neue Ausrüstung, neuer Versuch. Are you sure about that? Ein Versuch können wir noch starten. Also, wenn würde ich ja aber Namide bevorzugen. Ja, ich auch. Ich auch. Tatsächlich. Ich glaube, gegen Namide gab es ja Lanze. Mhm. Und vielleicht hat man ja Glück. Lanze, ich glaube, Glefe war auch dabei. Dann hätten wir schon die Waffen, die wir nutzen können. Nutzen können, nicht gut können. Ja. Das ist ein Unterschied. Naja, aber Lanze ist lustig. Hm. Ich sag nur diese eine Zinnoker-Quest. Das war ja auch die Arena-Quest, ne? Yep.
Gut, immer dem Licht nach. Okay, wir haben irgendein Bogengewehr, Energieklinge, Lanze, Glaive und Doppelklingen. Okay, Ja, Glaive und Doppelklingen kann ich. Was? eröffne halt. Ja. Mein Gott, nee. Vorbereiten ist eigentlich nutzlos. Ja. Und ich kann mich nicht direkt bereit melden. Nee, halt. Ich wollte mich noch hinsetzen. Okay, Okay, eine Mühle ist anfällig gegen Feuer oder was? anscheinend. Weil ich die Venus-Lanze habe. Ich sehe es. Okay, entweder Gläfer mit Drachenangriff, Lähmer, Aufhetzer, Marathon, Verteilzerstörer, Scharfwert, Extraschuss, Kraftverlängerung. Oder Doppelkling. Betäubungswiderstand 2, Blutungswiderstand Marathonläufer. Das ist das leichte Bogengewehr. Das leichte. Ne, ich nehme Doppelkling. Das hat die besseren Fähigkeiten, meiner Meinung nach. Ja, da machst du Damage durch den Tank. Ich mache DPS, nicht Damage. Das sind Unterschiede. Naja, DPS ist Damage pro Sekunde, heißt, du machst Damage. Ja, pro Sekunde. Damage macht das Großschwert. Ich mache Damage pro Sekunde. Oh, ich habe einen Wasserschutzmantel. Sind gerade echt gleichzeitig rein. Wow, weißt du, ich habe Betäubungswiderstand 2. Was kriege ich gleich direkt erstmal? Betäubung. Ist klar, Dankeschön. Geil, war. Ah gut, 4 gegen Wasser, minus 1 gegen Donner. Du Gut hast ist. Widerstände? Ich habe 0 gegen Donner und minus 1 gegen Wasser. Ja, ich habe 4 gegen Wasser und minus 1 gegen Donner. Dafür kannst du blocken. War schon wieder betäubt. Ja. Weißt du, trotz Betäubungswiderstand 2. Als ob er jetzt schon die Ulti raushaut. Anscheinend. Was geht denn mit dem Namile ab, Alter? Ein ganz besonderer. Yo. Weißt du, Design hat auch das Großschwert. Also so ähnlich. Vielleicht war es ja Energieklinge oder Morphaxe oder sowas. Sicher, dass das Wie wirklich. gesagt, das Großschwert. And I'm dead. Weißt du, gelähmt und betäubt. Das ist ein Overkill.
Jo. No, 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 no. Es kann doch nicht sein, dass wir gegen eine Miele so oft sterben. Dann merkt man es halt, wie viel das hängt. Ja. Gut, und ich habe die, ich glaube, Knochen. Ah ne, ich habe Andronat. Andronat, glaube ich. Bruh. Echt jetzt mit dem scheiß Flügelschlag? Tötet er mich? Mit dem Flügelschlag? Ja, hat er mich vorher auch weggesnackt. The fuck? Das war noch nicht mal ein Angriff. Das war, er ist auf mich draufgetreten. Manni. Namile hat sehr gut. Ja, er ist einfach nur auf mich draufgetreten und ich bin gestorben. Alter, bitte mach uns gerade hier Namile fertig. Fucking Namile. Ist noch nicht mal der Kampfgehärtete. Jo. Ich kann mir nicht böse, aber anders wegkommen als Lanzenspieler. Kein normaler Namile mehr. Wahrscheinlich dann wir uns mal aber auch an die besetzten Bullies. Was? Wahrscheinlich stellen wir uns aber jetzt gerade auch an die letzten Bullies. Ja, gut. Sehr wahrscheinlich sogar. Und die ist halt schon wieder halt fast so weit zu ulten. Mhm.
Na gut, es sind halt Event-Herausforderungen. Bruh. Er piekst mich eiskalt mit seinem Schweif, mit seinem Flügel und ich bin tot. Er hat halt literally einfach nur reingepiekst. Ja, ich bin tot. Yep. Ich hatte keine Ausdauer mehr, konnte mich nicht bewegen, natürlich. Ausdauer hat sich langsam mal regeneriert, weil Wasserelement. Und dann kommt er mit dem Wasserstrahl an. Jo, würde man sagen, das war's. Ganz grandios. Ja, das war's dann wohl mit der Folge von Let's Play Together Monster Hunter World Iceborne. Ei. Yep. Wir versprechen euch fürs nächste Mal was Besseres. Bis dann. Wir versprechen nichts, was wir nicht halten können. Ja. Bis dann und tschüss. Aye.